Guten Morgen. Da ich häufiger mal dieselbe Frage gestellt bekomme, möchte ich einfach mir angewöhnen, per Videolink zu antworten, um das für alle konkreter, effizienter und für mich auch schöner zu gestalten. Und deshalb die Frage, um die sich heute dreht, ist: Christian, wie hast du Silvester verbracht? Und zwar so. So, ich habe jetzt ungefähr ja, 1, 2 Stunden noch im Internet was gemacht und jetzt ja, treffe ich mich mit ein paar Freunden und ja, wir werden gemeinsam sozusagen ja, diesen Tag verbringen. Wir hätten den auch wahrscheinlich auch so verbracht, auch wenn es nicht Silvester gewesen wäre. Aber ich hatte kurz überlegt, eventuell auch zu Silke zu gehen. Silke macht auch so eine kleine Festivität, aber da sind die Kinder dabei und sie hat gesagt, ja, nur Wunderkerzen, ein paar Kreisel und so weiter. Sie selber hält auch nicht so viel von Silvester. Klang eigentlich ganz angenehm, aber ja, Wunderkerzen und Kreisel sind halt trotzdem irgendwie Silvester. Und jetzt gehe ich halt ja, zusammen mit Cecile zu Ming und dem Simon und vielleicht ist auch der Michael da. Und wir werden halt einfach einen, ja, einen ruhigen Tag verbringen und das wird wahrscheinlich mein Silvester sein. So, ich habe hier ein neues Experiment gewagt. Das ist ein Möhrentrester mit verschiedenen Nussarten und Erdmantelmus. Und dieses Erdmantelmus, das hat mir einer von euch geschenkt und es hat bis jetzt da keinen Verwendungszweck. Und jetzt habe ich das hier ja, einfach mit reingemacht und es schmeckt echt gigantisch. Erdmantelmus. So, wir sind auf dem Weg zu Ming. Es war totaler Stress. Ich habe mir gerade meine Haare zurecht gemacht. Heute ist ein Feiertag. Heute muss alles schön sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, gehen wir zur Bahn und dann fahren wir nach Leipzig zu Ming. Und ja, ich freue mich. Die Zeit effektiv zu nutzen in der Straßenbahn, mache ich das hier jetzt noch ein paar letzte Duets. Oh, wer sind da? Hallo. Riecht frisch. So, wir laufen hier zu viert. Es ist unglaublicherweise Silvester und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm das ist. Es ist hier 11 Grad oder so. Also Cecile läuft hier im Kleidchen rum und also es ist Wahnsinn. 11 Grad Silvester. Aber das ist so schön. Es ist einfach nur richtig, richtig schön. Es ist unglaublich, nicht nur, dass es 11 Grad ist, sondern du hast hier nicht geballert. Wir sind relativ nah an der Stadt. Also das gehörte fast zum Zentrum, mit zum Zentrum. Wir sind außerhalb vom Gürtelring. Und ja, und kein Geballer hier. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, wir sind jetzt gerade im Park, wo wir spazieren gehen. Und ja, ganz schön viel unterwegs heute. Silvesternachmittag. Es knallt immer noch nicht. Ich habe noch nicht knallen gehört, gar nichts. Und es ist jetzt schon, wie spät haben wir es? 15, 16 Uhr? 15, 16 Uhr, ja. Ich habe mich aufgenommen, nicht euch. So, wenn jemand sieht, denkt, ah, ich habe es aufgenommen. Aber. So, jetzt haben wir hier was Kleines Sachen zubereitet. Also das sind jetzt, wie gesagt, meine Möhrenpralinen. Ja. Und hier hatte Michael noch eine Torte gemacht. Das ist, was ist das? Boah, das ist ja geschnipst, aber Gummi drum. Das sind Karotten und Kürbis mit Datteln, Aprikosen, Kokosmehl. Und die Glasur, also Glasur, obendrauf sind Cashews, Zitronen und Agavendicksaft. Boah, sehr geil. Das ist ein Spirulina-Salat. Da gibt es auch das Rezept auf deinem Kanal, oder? Nee, Ja. Otto hat das Rezept gemacht, oder? Achso, nachgemacht, ja, Ja. von mir. Es ist ja dunkel, aber naja. Kann er Licht anmachen, oder? Ja, mach mal Licht an. Für Softbox meine Zuschauer nur das Beste wieder. Das sind die besten Zuschauer der Welt. So, seit wann hast du eigentlich eine Softbox? Schon länger, aber ich habe sie noch nie aufgestellt. Okay. Oh. Wow. So. Und jetzt wirkt das natürlich ganz anders als das hin. Ja, Ming, sag einfach mal durch, du hast ja alles hier Leckeres gemacht. Ja, Zucchini-Nudeln mit Spirulina, ein bisschen Kelbalgen obendrauf. Dann habe ich noch rohen Senf. Also einmal hier und da. Das ist doch wieder roher Senf. Das. Genau. Und das andere ist Sauerkraut mit Beluga-Linsen, Pastinaken. Pastinaken, oh, lecker. Und ein bisschen Cashew-Soße. Hast du Sauerkraut selber gemacht? Nee, aber das ist selbstgemachte Sauerkraut. Ich habe auch von mal Michi, ja. Rohkost mit Topinambur. Mit Topinambur. Ah, oh, soll ich mal immer mal probieren. Aber mir hat ja niemand das. Ja. Okay, mir wurde es ja mal versprochen. Weiter geht's. Das sind einfach nur so Beluga-Linsen gekeimte. Das andere sind auch Algen. Meeresspaghetti? Heißt das doch? Oder? Sind anders.
ein bisschen anders. Okay. Genau. Und weiter geht's mit Süßkopien und von Rest, Proviant. Genau. Und Rest passieren einfach. Yeah. So, heute ein Überraschungsgast. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin Mr. X. Und was machst du hier? Ich entkomme euch. Okay. Ihr wollt mich ja gar nicht fangen, ihr wollt ja gar nicht spielen. Ja, du musst begehen. Keiner will mit mir spielen. Mr. X, ihr müsst mich fangen. So. So, Spieleabend ist es geworden. Als wir Privacy. Jetzt ist die Frage, du hast schon mal ganz böse Rache geübt. Wie viele haben böse Rache geübt? Wir denken, es gibt einen Rachsüchtigen unter uns. Oh, nein, keiner hat jemals Rache geübt. Jetzt ist langsam schlafen. Also, Kurkuma Latte? Oder wir nehmen jetzt noch Kurkuma Latte. Nehmen wir noch Kurkuma Latte? Ja, nehmen wir noch. Wir nehmen noch Kurkuma Latte. Wir werden wahrscheinlich doch vielleicht bis um 12 dann so noch dabei sein oder so. Mal schauen. So, jetzt ist es tatsächlich nach 12 irgendwann, ich glaube es sind 0.50 Uhr, 0.55 Uhr, jemand hat gerade auf die Uhr geguckt und ja, damit ist das ganze 0 Uhr Zeugs auch schon vorbei und ja, sehr schön, wir haben den Abend ruhig ausklingen lassen, wir haben deutsche Geschichte rezitiert, der Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind und ja, und willst du, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt und so weiter, Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus mit Wolkendunst und so weiter und Walle, Walle im Kopfe, Schwalle, mein Wasser ergieße dich im Zauberlehrling. Und jetzt liege ich hier neben einem Dürrgerät, was läuft und ich werde direkt hier mit dem Ohr am Dürrgerät schlafen. Und ich wollte den Excalibur jetzt ausmachen, aber ich finde keinen Knopf, da ist nur so ein Regler dran. Und ich habe das ganze Gerät dazu, da ist kein Knopf dran. Da ist nur ein Regler dran mit der Temperatur. Vielleicht muss ich den Stecker einfach rausziehen und was Excalibur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, muss ich mal gucken, ob ich den noch ausmache. Ansonsten, ja, war ein sehr, sehr schöner Tag. Manche einer hat Silvester gefeiert. Einfach einen schönen Tag gehabt mit sehr, sehr netten Menschen und sehr liebevollen Menschen. Und wir haben ein bisschen meistens gespielt und unterhalten. Und ein bisschen noch gekuschelt und dann halt noch ein paar Gedichte aufgesagt. Sehr, sehr schöner Abend. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis morgen.